Auf geht's. Okay. Eine neue Runde. Human for Fat. Heute ist der Mordi mit dabei. Und der Prof. Prof ist der bärtige Hallöle. Pirat. Und Mordi. Der Mordi ist der hässliche Eisverkäufer. Also. Mordi verkauft jetzt Kleinkindern Eis. So sieht er aus. Das war der Zweck von dem Skin. Ja, sogar mit SpongeBob. Dann wollen wir mal. Modi. Ich glaube, wir müssen uns ein paar Fackeln besorgen. Wir müssen die Fackeln mitnehmen. Klingt nach einer Idee. Das könnte sein. Ich gehe nach rechts. Ich gehe nach rechts. Ich versuche die Mitte, aber die ich geht irgendwie immer nicht. Egal. Ich gehe ganz außen rechts. Nee, da geht's nicht lang. da muss ich wohl ein bisschen nach links. Dann gehe ich links rechts. Ich habe hier irgend so einen Stein. Links, rechts, zurück. Links. Wir müssen, glaube ich, ganz vorne. Ich habe das Spiel schon mal. Ich habe dieses Level schon mal angetestet. Okay, nur ganz kurz. Wir müssen. Ist schon wieder am Üben. Wir müssen ein Portal finden. Ja, genau diesen Stein. Den müssen wir zu irgendeinem Portal bringen. Das ist hier okay. Irgendwo versteckt. Ich das habe Portal. Eine Tür gefunden. Ah, ja, genau. Zu dieser Tür müssen wir das bringen. Hier. Wo ist der Prof? Sehr gut. Da muss der rein, Mordi. Und dann müssen wir noch einen zweiten finden. Da muss irgendwo noch ein zweiter Stein sein. Ich suche rechts, links. Also jetzt links hier. Da, da. Oder gehe ich wieder zurück und versuche irgendeinen anderen Eingang. Mit ich der Fackel ist am Läufte. Hat mir schon mal was gebracht. Okay. Hier ist nur Dunkelheit. Und Leere. Die Leere in meinem Herzen. Ab ihn! Oh, hier ist ein Loch. Nein! Ah, hier ist ein Loch! Oh, ich bin Stockwerk tiefer. Ich laufe hier ganz alleine. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich falle. Auch ein Loch? Ja. Ich bin eine Etage weit unten. Ich auch. Ich such den Ausgang, ich hab den Stein. Hab ihn gefunden, den Ausgang. Oh. Ah, sehr gut. Ich hab's da vorhin leuchten gesehen. Da hinten leuchtet's. Da hinten. Ah, ja, das bin ich. Warte, ich komme hier. Oh nein. Meine Fackel. Gehen wir gemeinsam. Mich nicht an. Oh, hier ist das Loch. Bin ich hier schon wieder allein am Ende? Ich schon wieder! Ich bin gefallen. So, Mordi, bist du schon vorgegangen oder was? Ja, natürlich. Ich habe alles fertig gemacht. Darum ja, super. Gerade Speichern drin. Ja, gut. Ich glaube, hier kann man nirgendwo runterfallen. So, kommen wir mal zu Mordi. Mordi, kannst du auf uns warten? Wir ja, wollen gemeinsam. Ich versuch grad meine Fackel wieder zu kriegen. Lass uns gemeinsam gehen. Ah! Ich bin schon wieder runtergefallen. Ah. So ein Mist, ich muss doch mittlerweile auf jeder Ebene U50 sein oder was. Verdammt! Ich bin wieder in der Eingangshalle. ich nicht. Ich irre immer noch umher. Ich okay, finde keine. Links. Ich finde hier keinen Ausgang. Rechts. Alles dunkel und einsam hier. Ach nein, verdammt. Ich bin schon wieder hier irgendwo reingefallen. Ich fall immer durch diese Löcher durch. Ich bin zwar am Ausgang, aber meine Fackel steckt fest. Ich falle immer durch diese verdammten Löcher durch. Juhu. Freunde, Hilfe. Ich habe mich verlaufen. Ich bin mir jetzt ganz sicher, dass ich mich verlaufen habe. Ja, genau da. Ich bin lass mir jetzt mal los, ziemlich ich sicher. Mal dran zu kommen. Nein, nicht schon wieder reinfallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich diesmal verlaufen habe. Wie kriegt man nicht mehr aus dem Loch? Oh, gut. Verdammt Invisible Wall. Oder sowas. Oh. Mhm. Ich sehe euch. Leute, ich sehe euch. Na endlich! Da bin ich auch angekommen. Und durch. Jetzt können wir durch. Sehr gut. Okay, Prof, kommst du hinterher? Herr Prof, ja, kommen Sie. Geronimo! Fancy. Was? So ein Zimmer hätte ich auch mal gern. Ja. Ach, das ist doch winzig. Meins ist viel größer. Da wohne ich.
hinten alles voll mit Leinwand und richtig schön großen Projektor dazu. Ja, meins sieht schon so ganz so ähnlich aus, das ist doch hier. Und ein Sessel auf die Brücke. Das kommt doch meinem Zwergenpalast ziemlich ähnlich, ja. Okay, ich habe hier auf jeden Fall einen Aufzug gefunden. Und da brauchen wir wieder so einen Stein. Wir brauchen hierfür hinten. Ich glaube, bis hierher habe ich noch nicht gespielt. Ich habe noch diese kleine Höhle da ausprobiert. Oh Gott. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Stein. Hier für das Ding ins dort. Das siehst du das Prof? Ich laufe nicht wieder zurück. Prof? Yep. Prof hat sich umgebracht. Ich falle. Hallo. Ja, das ist leer. Das müssen wir befüllen. Moin. Da wäre ich wieder. Da hinten. Ich glaube, wir müssen da rein. Da rein. Mutti, ich glaube, du bist richtig. Mordi. Ah, okay. Das habe ich schon versucht. Ich komme zu dir. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber man kann sich hier auf jeden Fall an dem Stein langschießen lassen. Ich glaube, das ist die Lösung. Pass auf, ich mache es jetzt instant richtig. Ich krieche hier mal rein. Na gut, ich hänge zwar, aber das ist ja kein Problem für mich. Da bin so. Ich ja Meister drin. Ich drehe mich um. Umhängen. Ah, ich versuch's nochmal. Knapp. Und. Oh. Hallo. Zack. Nee, das war nix. Ich bin wieder draußen in der Halle. Das war wohl nix. Ein du schlägst mir doch ins Gesicht. Ich glaube, man muss einfach hier so. Ich habe einen sehr tollen Kamerawinkel auf jetzt hier oben. Ich bin drüben. Hui. Perfekt, ich falle. Ich nicht. Hi. Ah, hi. Da wäre ich. Bin Moin. Ich tatsächlich mal derjenige, der nicht jedes Rätsel allein löst. Ah, ich falle. Ich bin durch den Fahrstuhl durchgefallen. What? Und ja, ich habe dich gerade noch vorbeifallen sehen. Ich quetsche hier unten fest. Warten wir einfach mal hier. Ah, oh, hi. Bin ich jetzt zu weit unten? Ah, okay, jetzt auf die Plattform drauf, schnell. Ah, jawohl. Hoff, kommst du hinterher? Ja, ich Wo bin schon du? Oben. Ich bin noch unten. Ich komme jetzt hoch. Na dann, bis gleich. Jo. Jetzt bin ich, glaube ich, oben. Ja, hi. Hi, Prof. Na, dann wollen wir noch mal gucken, wo es hier weitergeht. Aber die Map ist schon echt geil. Ja. Für alle Leute, aber das war auch so ein Spiel, bei dem ich mich sehr lange gewundert habe, warum die keinen Workshop haben. Mhm. Die haben sie ja jetzt erst vor kurzem hinzugefügt. Ja, das geht. Ich wollte es nur mal kurz erklären. Ich wollte es nur mal kurz erklären für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Dich habe ich nämlich bei einer Artikel 13 Demonstration kennengelernt. Bei der Demo in Berlin. Korrekt. Und den Mordi, wann habe ich den kennengelernt? Wo habe ich den kennengelernt? Ich glaube, irgendwo auf meinem Server. Ich habe gearbeitet. Was? Ja. Ungefähr. Hilfe, ich will hinterher. Jetzt muss ich wieder an den Schuh des Manitou denken. Yep. Also ich habe gerade an den Jana Jones gedacht. Schneller. Indiana Jones ist die bessere Anspielung. In die. Ja, darüber lässt sich streiten. In Indiana Jones rutscht aber keinem die Hose runter und er schlackert auf den Ski. Das ist korrekt. Ich falle. Oh nein, ich hab unseren Rückweg zerstört. Sicher? Fragt sich, brauchen wir einen Rückweg? Ja, Mordi, wann hab ich dich eigentlich? Wo hab ich dich eigentlich kennengelernt, Mordi? Wo? Ich glaube, ich hab dich mal irgendwo auf einem Server aufgegabelt. Irgendwie war das, könnte das bei Let's Play Markus gewesen sein? Oder? Ich hab dann irgendwo mal gefragt, ob jemand Thumbnails erstellen kann. Ich wollte jemanden, der für Minecraft Arno war das. Für Minecraft Arno brauchte ich jemanden, der Thumbnails erstellen kann. Du hast gesagt, du kannst das und deshalb habe ich dich dann engagiert. Mehr oder weniger. Ich stehe nur hinten und guck euch zu, wie ihr da rumbamselt. Sehr putzig. Was? Sieht
so schön aus. In 3-4 Jahren mal die Frage aufkommt, also wenn wir dann natürlich beide berühmt sind und dann die Frage aufkommt, wer jetzt wen als erst angesprochen hat, das war natürlich ich, also ich habe dich dann angesprochen. Nee, das ist nicht wahr. Das ist dann... Das ist nicht wahr, ich war derjenige, der dich auf den Server geholt hatte. Oha. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo du Drama in den Titel schreiben darfst. Oh. Moin. Super, bringt Klicks. Freunde. Komm. Ich bin fast in der Mitte von dem Ding. Das ist wie bei German Let's Play und bei Paluten. Da habe ich letztens auch ein Video gesehen, wo sie mal darüber geredet haben, wer wen jetzt als erstes kennengelernt hat. Und die haben einfach beide unterschiedliche Geschichten dazu. Paluten erzählt eine andere Geschichte als John Mitzbrill und... Hilfe, ich falle! Nun, dann unten am Kanal von Vision, okay? Moin. Ich bin einfach zurückgesprungen. Und dabei runtergefallen. Eine Runde drehe ich noch. Oh, okay, eine Runde zu viel. Ich bin runtergefallen. Okay, diese rotierenden Teile. Das klingt ja sehr motiviert. Ich hänge. Verdammt. Ups. Verzweiflungs-Umbracht-Dingens. Umbracht-Dingens. Ja, genau so. Genau so nennt man das. Nein, ich bin an der Kette vorbeigesprungen. Verzweiflungs-Umbracht-Dingens. Ah, Zwergi verdammt. Hat ein neues Wort erfunden. Prof hat gerade auch ein neues Wort erfunden. Also so wie das klingt, gehört es nicht mehr zur deutschen Sprache. Sicher? Ja, stimmt, da ist nicht das Wort Zeug dabei. Zeug. Ein Zeugs Dings. Nein, schon wieder an der Kette vorbeigesprungen. So ein Dings da. Ich hätte es doch bestimmt die Lösung, oder? Dazu musst du doch erst mal zu der Kette kommen, also. Das ist das Nächste, wo man hin muss. Also ich wäre schon mal schön. Also ich fände es schon mal schön, wenn ich überhaupt hier erstmal hochkommen würde. Ich fahre hier immer schon vor Beginn runter, also ich komme da. Also, Leertaste springen. Ich weiß. Ey, mob ihn doch nicht. Nein, wir hatten in der letzten Aufnahme die Sache, dass er erst da gelernt hat, wie man springt, oder? Das war nicht die letzte Aufnahme, das war im ersten Part von Windfall Flat. Das ist schon ein Weilchen her, Molly. Wir haben seitdem ein paar Maps mehr gespielt. Das ist schon ein paar Wochen her. Stimmt, du bist ja der immer übt. In dieser Gruppe. Wie war das mit der Zuordnung mit HBSQ? Keine Ahnung. Was ist los? Ich bin hier im falschen Film, glaube ich. Los, Prof, spring da hoch und hol mich hoch. Zieh mich an meinem Hut. Zieh an meinem Hut. Komm, bitte mich. Das wird wohl nichts. Ich bin schon selbst gerade runtergefallen. Nee. Hätte was werden können. Boah, mir wird ja übel hier. Mir wird ja richtig übel hier. Ich kriege hier nur einen Krampf im Mausarm. So viel wie ich immer nachziehen muss. Und jetzt sind wir zu dritt an der Ecke. Ach, Gott, verflixt nochmal. Was zum Henker? Da kommt. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wir können doch hier nicht jetzt hier eine halbe Stunde an diesem kleinen Felsen hier festhalten. Das ist doch hier nicht. Ich kann das doch nicht weitergehen. Doch, offensichtlich schon. Prof ist jetzt AFK oder was? Ich hab nur gerade was getrunken. Jetzt spricht Dorf meine Sprache. Was ist? Nee, das sind einfach Anstrengungslaute. Das sind grobe, schlimme Anstrengungslaute. Nein! Dieses Rollgeräusch, dieses das macht mich auch irgendwie langsam. Das macht mich unbeschuldig. Ich sollte
sich. Erstmal Ruhe. Erstmal durchatmen hier. Ist das, dieses Hintergrundgeräusch, dieses. Ist zum Schreien. Boah, diese Soundkulisse. Ich will nicht mehr. Ja. Und sonst so. Ja. Ich bin wieder da. Habe auf dem CSD neue Freunde gefunden, indem sie mir einen Ball an den Kopf geschmissen haben. Aha. Wie das halt so ist im Leben. Hast du Schwulenwitz gemacht oder was? Warum haben sie dir was an den Kopf geworfen? Sie haben aus Langeweile, weil die Demo Demo-Redner recht lange gebraucht haben. Die Demo war zu langweilig. Was? Die Demo-Redner vor der Demo haben recht lange gebraucht, also haben sie einen Ball rausgeholt und sich gegenseitig zugeworfen. Dabei ist er mir einfach an den Kopf geflogen. Wäre ja meine Idee für die Gamescom. Ich bin demnächst auf der Gamescom nächste Woche. Könnte ich ja mal einen Ball mitnehmen. Wäre ja mal ein Versuch wert. Also ich habe neue Freunde gefunden. Also keine anderen Freunde oder studieren. Vielleicht kann ich ja den Ball irgendjemanden an den Kopf werfen und finde dann durch einen neuen Freund. Also haben wir den nächsten neuen Aufnahmepartner hier. Ja, oder du? Könnte man mal versuchen. Du erwischt irgendeinen Typen, der wegen den Politikern da ist, und dann hast du 30 Klagen am Hals. Ja, so kann es natürlich auch laufen. Natürlich, Gamescom, aufzwingen Politikern. Axel Voss ist ja am Mittwoch dort. Axel Voss ist am Mittwoch auf der Gamescom. Den einzigen Besucher, den ich ihm wünsche, ist Stauffenberg. Ja. Ich hab's! Ich krieg's nicht gebacken. Aber immerhin habe ich sehr, sehr viele Sticker von die Partei jetzt. Ja, ich auch. Ja gut, die kriegt man wohl dann mit der Mitgliedsantragsbestätigung. Nee, kriegt man nicht. Die habe ich mir bestellt. Oh mein Gott, er hat die Kette gekriegt. Ja, ich muss nur noch rüberkommen. Oh, das ist doch zum Kotzen. Ich hänge hier die ganze Zeit nur an demselben Scheißdings hier fest. Bitte fall nicht runter. Ich will nicht mehr. Jetzt muss ich eigentlich einfach auf. Ich will hier endlich mal hoch. Ich will hier jetzt an dem verdammten Dingens hier. Oh, mich riecht das Ding drauf. Der einfachste Teil und... Wo sind meine Blutdrucktabletten? Ich hab's! Lauf, 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 bis es speichert. Das hat gespeichert! Ich lass mich frei. Weiter. Endlich. Hat ja lang genug gedauert. Okay, alle festhalten. Warte. Ja, hier. Bin dran. Los geht's. Ich lass nicht los. Und nur? Das ist weniger spannend als erwartet. Ja. Hui! Naja. Nicht so. So. Das war ja spitze. Wenn nur einer dran hängt, geht das besser. Das war ja spitzenmäßig. Und ja, nur. Ins Loch. Geronimo! Au. Ein Stein. Das ist der Stein, den wir brauchen. Der eine Stein. Der Stein der Weisen. Der eine Stein. Ein Stein, sie zu knechten, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Oh Gott. Oh, was zum Henker? Um Gottes Willen. Bleibst du wohl stehen? Soll ich zuerst den Stein rüberschicken? Nö. Komm mit. Komm mit dem Stein. Okay. Nimm den Stein. Ah, verdammt. Ich falle. Das war daneben. Und so, wieder auf die Rutsche. Gucken. Auf zur Rutsche. Rutschparty. Juhu. Moin, okay. Mordi. Ah, verdammt. Ich bin dran vorbei. Plattform 2 ist geschafft. Nummer 3. Modi, ich komm zu dir. Modi. Hui. Okay. Nochmal. Oh. Ja, der Wunsch wird mir sofort erfüllt. Ah, da bist du. Ja, komm. Steh auf und rutsch. Schlaub an dich, Zwergi. Hui. Und wusch auf den Stein. Bleibst du stehen. Verdammt. Oh, und nochmal. Heute wird hier gerutscht. Hui! Bleib stehen. Die Map hat schon was, bis auf den
Monster-Parcours-Teil da mit den drehenden Dingern war das bisher recht und gut. Und Hoppowitz. Ja, das hat bisher ganz Spaß gemacht. Und Plattform 2. Hoppowitz. Okay. Und zack, die Durst auf die dritte. Zack. Und hinauf. Moin, Prof. Way. Ich bin angekommen, ich hab's geschafft. So, ist das Tor schon auf? Modi? Ja, das Tor ist schon auf. Das sieht ja cool aus. Sehr viel weiter. Glaube ich nicht. Ein bisschen. Oh, das ist vielleicht. Wirklich wunderschön hier. Oh, ja. Ihr verpasst echt was. Beeilt euch das mal. Das ist ja der Wahnsinn. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Beeindruckend. Ich glaube, wir müssen den Stein mitnehmen, oder? Für dort hinten. Wir brauchen schließlich irgendeinen Stein. Also. Oder hast du irgendwo einen anderen? Wir zwei zusammen. Das sieht gerade richtig lustig aus von meiner Perspektive aus. Das ist. Oui, ja. Oui. Wir zwei zusammen. Prof, nimm den Stein und durch damit. Durch dafür. Ah, gut, langsame Tür, dann geht das. Entschuldigung. Ja. Wir können gemeinsam den Stein tragen. Wir tragen den Stein gemeinsam. Okay. Ja, oder so. Ich kann ihn oder nicht. Du ziehst mich einfach nur runter. Ja. Prof, ich kann den Stein nicht für dich tragen. Das Genick. Ah. Ich kann den Stein nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Nee, kann ich nicht. Das ist ein bisschen. Du bist ein bisschen schwer. Glaube ich auch. Dann laufe ich halt im Gänsemarsch hinter dir her und sehe dabei ein bisschen trottelig aus. Dafür ist dieses Spiel da. Mordi ruht sich dort schon hinten aus. Der macht ein kleines Nickerchen. In der Stelle, wo der Stein hin muss. Mordi geht da weg. Was? Mordi. Und? Na komm rein, Prof. Das hat ja nicht gut funktioniert. Prof. Auf geht's. Zack. Erster. Ich bin so einer, der erste Kommentare schreibt. Mach ich keine bei Sorge, die landen eigentlich bei jedem im Spamfilter. Mach ich bei Ninilein sogar regelmäßig. Good job, M8. Good job, mate. Oh. Gold, ja. Geld. Ah, ich bade im Gold. Das ist doch mal wahres Raytracing. Ich kann nicht. Das Licht. Ich kann nicht im Gold baden. Das Gold ist zu hart. Ach, Mann. Wartet auf mich, ich muss auf den Thron. Ich will den Thron besteigen. Gar nicht. Das ist mein Thron. Da, Modi. Runter von meinem Thron. Was ist da oben? Ich bin der König. Wo ist hier der Endmarker? Das hier. Vielleicht gibt's ihn noch gar nicht. Modi stürzt dich vom Thron. Ich bin der wahre König. Der ewige Kreis. Ich stehe trotzdem weit über dir. Aber nicht mehr lange. Das ist der ewige Kreis. Ich komm dich holen. Ich werde dich stürzen zu den Hyänen. Ah! Ups. Ja, genug Anspielung. Hat irgendwer noch ein anderes Level vorbereitet? Ich hätte auch noch die 3 und die 4 von den ganzen Leveln. Kein Ausgang? Ich verstehe selbst nicht, warum hier kein Ausgang ist. Also. Ja gut, dann bleibe ich hier halt auf dem Thron sitzen. So. Der Thron. Des Zwergenfürsten. Ja, dann mal nächstes Level oder was? Zurück zur Lobby würde ich dann mal sagen. Jo. Auf und davon.